Hallo zusammen. Die Hälfte der Sommerferien ist schon vorbei. Wir bleiben uns noch ein paar Wochen, bis wieder das Schuljahr beginnt und viele zurück zu ihrem Alltag zurückkommen. Zurzeit hören wir, dass die Zahlen der Corona-Infektionen allmählich leider wieder steigen. Wir wissen nicht, was auf uns zukommt, nachdem wir nach den Sommerferien zurück nach Hause kehren und mit der Schule und dem normalen Leben wieder beginnen. Vielleicht kann uns dieses Ungewissen, diese Unsicherheit zum Murren bringen, zum Meckern und nicht zufrieden sein. Gestern hatten wir in der ersten Lesung in der Heiligen Messe eine Geschichte aus dem Buch Exodus. Da ist das Volk Israel auf dem Wüstenweg und die Israeliten fangen an, gegen Gott zu murren, zu meckern. Sie sind nicht zufrieden. Anlass dieses Murrens ist der Mangel an Essen und der Hunger, die Unsicherheit, die Vorläufigkeit, nicht alles unter Kontrolle zu haben. Und liebe Schwestern und Brüder, vielleicht kann uns manchmal so auch gehen. Wir wollen, würden gerne alles in unserem Leben unter Kontrolle haben. Aber erfahren oder stellen wir fest, dass sei es wegen Corona oder leider wegen dieses Unwetters oder was auch immer. Es gibt Dinge in unserem Leben, die wir nicht unter Kontrolle haben. Heute lädt uns das Wort Gottes, das wir in der Messe gehört haben, anstatt gegen Gott zu murren, zu meckern, was uns nur im Grunde genommen verwittert und Bitterkeit erschenkt, dass wir auf Gott vertrauen. Er ist der Herr, der Gott der Geschichte. Er ist nicht der Gott, der da im Himmel einfach ist und nicht mit unserem Leben, mit unserer Geschichte zu tun hat. Doch, er führt uns. Er steht hinter jedem Ereignis, auch solche, die wir nicht vielleicht erst verstehen können. Aber diese Einstellung, diese Vertrauen auf Gott hilft uns, manche Dinge, die wir nicht gerne haben, anzunehmen und weiter nach vorne vertrauensvoll, hoffnungsvoll zu gehen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und mir auch Vertrauen auf Gott, auch wenn die Zahlen und so andere Dinge, die wir ständig in den Medien hören und lesen, uns vielleicht bedrückt und zerdrücken. All das bitte ich den Herr für uns alle. Amen.